Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kernaufgabe eines Staates ist es, sich um die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Neben der Gefahr durch Kriminalität sind es besonders Gefährdungen durch Katastrophen, Unglücke, Epidemien, Pandemien und Naturauswirkungen, vor denen wir Mensch, Umwelt, Wirtschaft und Kultur schützen müssen. Gerade erleben wir mit der Corona-Pandemie, wie schnell der Krisenmodus Einzug hält. Deswegen ist es richtig, dass die Bundesregierung das Parlament regelmäßig über den Stand der möglichen Szenarien, die Lehren aus den Simulationen und möglichen Konsequenzen unterrichtet. Denn bereits 2012 bei der Analyse eines Szenarios zum Virus Modi SARS wurde darauf hingewiesen, dass Schutzmasken und Desinfektionsmittel knapp werden könnten und die Versorgungsplätze zur medizinischen Intensivbetreuung zu gering sind. 8 Jahre später stellen wir fest, dass die damals angesprochenen Schwächen nicht nachhaltig verbessert wurden. Hier sind Sie von der Regierung gefordert. Vermutlich werden wir uns diesen Sommer wieder mit dem Thema Hitze und Dürre auseinandersetzen. Wir brauchen hier dringend Maßnahmen, um Waldbrände, wie sie in den letzten Jahren vorkamen, effektiv, schnell und zielgerecht eindämmen und löschen zu können. All diesen Fragen dürfen wir nicht mit Angst begegnen, aber mit dem nötigen Respekt und der Ernsthaftigkeit, der sie bedürfen. Wie das sehr unaufgeregt geht, hat ein Land gerade in der Corona-Krise besonders bewiesen. Taiwan, als Nachbar von China mit engen wirtschaftlichen Beziehungen zur Volksrepublik, hat gezeigt, wie man mit klaren Strategien und einem kühlen Kopf auf die Gefahr des Coronavirus antworten kann. Allein das Messen der Körpertemperatur am Flughafen bei Einreise zeigt Wirkung. Es wäre wünschenswert, dass wir als internationale Gemeinschaft bei derartigen Situationen wieder mehr Kollegialität und Zusammenarbeit anstreben im Sinne der Gesundheit, denn Viren kennen keine Grenzen. Für Deutschland können wir aus den vorliegenden Berichten 2 Lehren ziehen. Erstens, wir brauchen nachhaltige Investitionen in den Bevölkerungsschutz. Zweitens, wir müssen die Handlungsempfehlungen, die uns derartige Berichte geben, auf ihre Machbarkeit prüfen und aber dann auch umsetzen. Wir müssen den Helferinnen und Helfern, die vieles im Ehrenamt und im Freiwilligendienst für die Gemeinschaft leisten, den Rücken stärken. Daher unterstützen Sie unseren Antrag, Versorgungsstrukturen ausbauen, Ehrenamt im Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stärken, der von vielen Organisationen der Katastrophenhilfe gelobt wurde. Die Zustimmung zum neuen DHW-Gesetz ist Ihnen unsererseits ebenso sicher. Es geht um nichts Geringeres als das Wohl aller. Lassen Sie uns hier konstruktiv zusammenarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. André Hahn, Fraktion Die Linke.